Ich habe mir jetzt noch einen Ayran bestellt. Also das muss ich noch kurz einmal wirklich sagen. Das ist der beste Ayran meines Lebens. Und Ahmed, du kannst es auch bestätigen, ne? Das ist Ayran, du nimmst deinen Vater. Hallo, schön, dass ihr zum neuen Video. Wir sind hier heute beim teuersten Döner-Teller in Deutschland. Also ihr habt richtig gehört. Und wie ich das mal wieder erfahren habe, fragt nicht. Aber ich habe es erfahren. Das Ding, soweit ich weiß, 69 Euro kostet das Teil. Hier ist drin. Das ist neu auf. In Hamburg sind wir. Mich würde natürlich freuen, für diese Recherche, für diesen Aufwand, den ich betreibe, um euch immer auf den neuesten Stand zu halten, die Dönergemeinschaft, die Essensgemeinschaft in Deutschland, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen oben knallen lasst, einen Kommentar da lasst, was ihr von diesem Video haltet. Und dann gehen wir direkt jetzt rein und schauen, ob das Ding auch mundet, ne? Ich sage jetzt mal nichts. Ich bin auch schon angemeldet, ne? Wir haben hier den guten Sören am Start. Hi, grüß dich. Sören, grüß dich, mein Lieber. Na, alles schön, gut? Dass du da bist. Alles ja, gut. Freut mich. Bei dir auch? Freut mich, ja, doch, doch. Sören, sag mal eben, den teuersten Döner-Teller habt ihr hier, ne? Genau, der teuerste Döner-Teller, der kommt im Menü. Es gibt einmal den Döner-Teller an sich. Ja. Das mit Kalbsfleisch, Sucuk noch dazu. Und noch das Übliche, was zum Döner-Teller dazugehört. Dann haben wir noch einen Ayran, leicht mit einem Goldrand oben drauf bei dem Glas. Und als Nachtisch gibt es dann eine Art Croissant mit etwas Eis dazu. Croissant? Genau. Okay, aber Eis darf ich nicht, bin in meinem zuckerfrei. Okay, alles klar. Aber Croissant würde ich nehmen. Das Croissant machen wir dir dann fertig. Okay, okay. Kann man denn sagen, beim Döner-Teller, ist das wirklich so vom Feeling her, wie man Döner-Teller kennt? Klar, es muss natürlich hochwertiger sein, in dem Sinne nicht. Aber hat das schon diese Vibes wirklich vom Döner-Teller? Ich würde sagen, die Vibes kommen auf jeden Fall rüber. Aber man merkt auch, dass es doch ein bisschen ans Konzept angepasst ist, würde ich sagen. Noch mit einer leichten Goldverzierung drauf. Und wir haben auch noch relativ viele Trüffel damit drin. Okay, Für die Leute, die Trüffel mögen, ist das natürlich dann geil. Ein Hammer. Aber gute Trüffel, nicht diese billigen Trüffel aus China. Das sind die besten, ne? Die du bekommen kannst. Okay, geil. Okay, gut, dann werde ich mal erstmal mir den Laden hier angucken. Und dann gehen wir quasi direkt ans Werk. Gucken wir erstmal hier, was passiert. Und dann müssen wir natürlich, wie der zubereitet wird, auch filmen. Genau, ne? Da geil. Ist dann der Julian gleich der Ansprechpartner und der zeigt dir das. Ja, top, gleich. Machen wir so. Optimal, optimal. Die hast du selber anfertigen lassen, was habe ich eben gehört hier? Ist teuer so ein Ding, sei ehrlich. Ich würde sagen, wir haben einen guten Deal mit dir. Ja? Hast du ein Düsenjäger geblecht, sei ehrlich? Nicht ganz. So, das fragt man eigentlich gar nicht, ne? Oh, und wen haben wir hier? Also? Hi, ich bin Julian. Der Brillenbruder, geil, Mann. Der hast du eben noch angezogen, eben hattest du ihn noch nicht. Ja, ich trage die immer, wenn ich komme. Ich kriege immer so ganz starke Schmerzen. Und mein Chef sagt immer, mit dem sehe ich besser aus. Ist das hier so die Küche, die Zweitküche oder? Das ist meine Social Media Ecke. Mhm. Und hier mache ich im à la carte Bereich die ganzen kalten Vorspeisen, die Dessert, damit unsere Gäste auch sehen, was wir machen. Ich bin immer ein großer Fan davon, so Live-Cooking zu machen. Ja, ich finde es halt cool, mit Gästen zu quatschen. Das mache ich hier den ganzen Tag. Geil, und dann setzen sich hier welche auf die Hocker. Genau, das ist unser Chefstable. Sag nur du noch mal in deinen Worten, was erwartet uns jetzt beim Döner-Teller hier? Also du kriegst von mir einen Döner-Teller mit 24 Karat Blattgold, einem Sriracha-Schmand, einer Trüffel-Mayonnaise, Wintertrüffel, Kalbsfleisch und Sucuk. Einen asiatischen Rotkohl mit einem einfachen Gurken-Tomatensalat und Papadam als Rotersatz. Sucuk aber nicht selbst gemacht, also keine Special-Sucuk, ne? Gekauft, aber von den Lieferanten unseres Vertrauens. Okay, sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Was hält uns auf? Ja, können wir direkt starten. Ah, da ist das Kalbsfleisch. Okay. Wir achten schon sehr darauf, dass wir wirklich hier aus der Umgebung beziehen und wirklich nur Top-Ware an Tage. Okay. Das ist ja sogar wirklich dünn geschnitten, ne? Genau. Das ist interessant, weil ich wollte es am Anfang vom Video nicht sagen, aber ich habe befürchtet, dass jetzt einfach so ein Kalbsteak darauf kommt, was dementsprechend zum Schluss einfach, ja, ihr nennt es Döner-Teller, aber es einfach zu stark davon abweicht, um es wirklich Döner-Teller nennen zu können. Aber wenn das so ein dünnes Ding ist, das ist ja echt zu vergleichen dann mit geschnittenem Fleisch vom Spieß. Also ich mit der Hand. Du hast halt jetzt nicht durchgehend gleichmäßig dünne Streifen. Das wollen wir aber auch einfach nicht. Ja. Aus dem Grund, damit man auch sieht, dass es halt wirklich selber gemacht ist und nicht zugekauft worden ist. Mhm.
Also das flasht mich jetzt, Leute. Ich habe wirklich Angst gehabt, ne, dass das so eine Steak-Geschichte wird. Ich kann euch jetzt noch nicht den Vergleich sagen, vom, sag ich mal, Spieß und gegrillt im Vergleich zur Pfanne. Ob das irgendwie da rankommt vielleicht sogar. Zumindest ist die Quali baba, das kann man schon mal sagen. Also ich muss sagen, ich finde das Feeling richtig geil. Ihr seht ja, ich sitze hier auf meinen Stühlen. Hier kann man ja auch ganz normal im Restaurant sitzen, holt sich einen Drink, isst dazu denn was, kriegt das hier frisch zubereitet. Julian schnackt auch mit einem hier. Also ich finde das Feeling echt mega. Das wird direkt mit Sucuk gemischt. Interessant, Mann. Interessant ist halt auch für mich, ich habe ja gerade den Döner-Teller-Test angefangen, den großen Döner-Teller-Test, und da kann man das gut jetzt einfließen lassen. Ist das Ziel jetzt, das wirklich kross anzubraten, das Kalbsfleisch, oder eher geschmeidig noch? Eher noch geschmeidig, einfach aus dem Grund, weil es Milchkalb ist, und wenn wir das richtig kross anbraten, dann verliert sofort den Geschmack und dann wird es ein bisschen bitter. Okay. Und das wollen wir nicht. Sören sagte gerade nochmal, ob ich Trüffelfan bin. An und für sich schon. Also es ist, ich bin jetzt nicht so einer, der Karte guckt und unbedingt mit Trüffel, aber meine Freundin sich das so bestellt, esse ich es gerne. Aber ich habe, glaube ich, noch nie guten Trüffel gegessen. Ah, okay. Vergleiche immer nur dieses Trüffelöl und so eine Scheiße, weißt du? Julian, erzähl doch vielleicht noch mal ein paar Sätze über unseren Trüffel, den wir da haben. Was ist das für Trüffel, mein Lieber? Jetzt momentan Wintertrüffel da. Darf ich den mal nehmen? Ja, der kann schon was, ne? 1600 Euro. Ja. Wie viel? 1600 Euro Kilopreis. Das heißt, wie viel wird das Ding kosten? Echt? Aber dann kann ich einmal reinbeißen, ne? Von mir aus hau rein, ja. Beiß rein, aber ich glaube nicht, dass es dir schmecken wird. Der hat aber Aroma. Besser, Mann. Also, ich hab noch nie jemanden in Trüffel beißen sehen, sag ich dir ehrlich. Ich guck gerade an, als mich das erinnert. Das hat eine Note von bestimmten Käse, den ich kenne. Das schmeckt so ein bisschen wie ein Camembert-Käse. Bestimmte Camembert-Käse, ich schwöre euch, wirklich. Und halt aber natürlich diese gewisse Pilznote noch mit drin. Schmeckt aber gut, Mann. Ist gut, ne? So ein kleiner Snack, aber teurer Snack. Würdest du denn sagen, Sören, ist dieser Preis auch ein bisschen Marketing? So ein bisschen so dieses Döner-Teller und teuer und so? Also vielleicht ein bisschen schon, aber dafür, dass man auch ein gesamtes Menü bekommt mit so viel Trüffeln, mit ein bisschen Gold oben drauf, ist das schon irgendwo dann auch im Rahmen, sage ich mal so. Die Zutaten rechtfertigen den Preis auch, ne? Die rechtfertigen das dann schon, ja. Und du hast es geschafft, dass ich zu dir komme. Das heißt ja, du hast irgendwas schon mal richtig gemacht, ne? Gucken wir mal, ob das dann noch klappt. Den Rotkohl, den sieht Ahmed gerne, den mag Ahmed gerne. Ja, ist asiatischer Rotkohl, der mariniert mit Sesamöl, Sojasauce, Fischsoße, Austernsoße, Honig, Salz, Limettensaft, Minze und Reisessig. Wie lange hast du gebraucht, um dir die Kreation zu überlegen? Nicht lange. Echt nicht? 2,5 Stunden maximal. Hast du hingesetzt und gedacht, wie mache ich das? Und dann kam das bei raus. Ich koche einfach. Also wenn ich eine Idee habe, schreibe mir die Idee auf und ich koche sie einfach. Ja, okay. Und wenn es cool ist, dann rezeptiere ich das. Geil. Also für mich besonders auch sehr spannend, Leute, wie es in meinem Ranking halt reindonnert. Ne? Gerade das Döner-Ranking aufgemacht. Ich habe gerade ein Döner-Ranking gestartet. Mit Döner-Teller-Ranking. Ja. Gerade ein Döner. Der ist schon ein bisschen länger her. Den habe ich 9,5 Punkte gegeben. Aber ich habe gestern ein Video gedreht, da war das Top 8,5. Boah, das ist jetzt natürlich. Bin ich mal gespannt, wie viel wir heute rausgeben. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Aber das ist schon High-End. Ne? Das sind so die besten Läden überhaupt in Deutschland, die ich mir rausgesucht habe. Ne? Ja. Also diese Punktzahl zu erreichen, kann ich mir bei weitem nicht vorstellen, aber es wäre krank. Ich sag dir ehrlich, eine 7 wäre sehr gut. Für jetzt gerade einen Laden eröffnet, Döner-Teller gemacht. So, ne? Das ist ja noch relativ frisch, die ganze Rezeptur. Ja, das auch noch, genau. So, jetzt machen wir nochmal 24 Grad. Blattwürfel drauf.
geil. Dann gehen wir drüben essen, ne? Wirklich Döner-Teller-Vibes auch, muss ich sagen. Nicht nur wegen den Soßen, auch hier an der Seite das Fleisch dran. Gut, Döner-Teller hätte man jetzt erwartet, dass es halt ein bisschen krosser ist. Aber bei der Fleischquali kannst du das Fleisch ja nicht tot machen, so, ne? Was war das da oben drauf? Kresse? Meerrettichkresse. Die ist so richtig schön scharf, ne? Das ist geil, Leute. Ihr beißt da rein. Ich dachte eben, was ist das? Und das ist diese Kresse, die im Nachhinein so richtig scharf reinknallt. Ich muss euch sagen, ich habe mit nichts gerechnet. Ich wollte extra draußen nichts sagen, weil ich dachte, es wird irgendein random Stück Fleisch, was irgendwie fünfmal durchgeschnitten wird, ein Stück Kalbsfleisch draufgelegt, Döner-Teller genannt. Aber das kann was. Trüffel ist auch ganz mies. Ich rede ja keine Scheiße, ne? Geht ihr hier hin einfach und fragt, ob ihr ein Stück Trüffel haben könnt und reinbeißen könnt. Das schmeckt wirklich wie ein Camembert. Das Ding ist, wenn ihr nicht gleich reinbeißt und das hier drauf habt, habt ihr, ich möchte jetzt nicht sagen Käsefeeling, aber das, was ich darunter verstehe, ihr habt halt dieses Trüffelfeeling, aber ganz dezent halt. Und das schwingt, wenn du jetzt nicht wüsstest, dass dieser Trüffel ist und einer wie ich bist, der nie richtig Trüffel gegessen hat, hättest du keinen Plan, was das ist. Aber es schmeckt einfach mega heftig zu dem Fleisch. Absolut kein Vergleich zu irgendeinem Döner-Teller, den ich jemals in meinem Leben gegessen habe. Klar ist es jetzt das Fleisch immer noch ein ganz klein bisschen dicker, aber es kommen Döner-Teller-Vibes rüber. Aber man muss alle fünf gerade sein lassen. Es ist natürlich noch ein bisschen anders. Es ist nicht jetzt klassischen Döner-Teller in dem Sinne, aber es kommen Vibes rüber. Ich bin noch nicht mal zur Sucuk gekommen. Da werde ich auch mal die Kombi mit dem Fleisch wagen. Das ist heftig. Hab eine schöne Schärfe noch drin. Edelschärfe, nicht zu doll. Vielleicht hole ich mal Sören dann noch mal zu. Sören! So, ich habe noch ein Aira-Martini. Dankeschön. Kannst du mit Salz und ohne Salz probieren? Ich muss euch erst mal sagen, als ich draußen stand und mit schlechten Erwartungen hier rein, weil ich dachte, es kann nichts werden, so, weil es auch nicht vom Spieß abgeschnitten ist. Aber ihr habt mich so überrascht mit dem Geschmack. Also ich finde diese Kombi, was mich flasht am meisten, ist am Anfang, so der erste Eindruck ist ja auch immer wichtig. Ich sage immer, das ist wie ein Kennenlernen mit einer Person, Frau, Mann, wie auch immer. Beiß rein, diese Kresse, dieser dezente Trüffel, den du aber merkst wirklich, das ist der erste Trüffel, den ich merke, match 100%. Dann habt ihr, ich nenne es jetzt mal orientalische Gewürze, kann es gar nicht genau deuten, wie habt ihr es genannt? Das ist eine orientalische Gewürze. Genau, ganz ausgewogen. Du weißt gar nicht, was es ist, aber es ist irgendwie besonders, dass du es nicht kennst. Fleisch, Butter, zart, also er haut mich weg damit, ehrlich. Hat er mich abgeholt? Er hat mich echt damit wirklich sehr abgeholt. Also ich werde jetzt noch weiter snacken, werde den Eiern gleich Dings und dann werde ich überlegen müssen, was für eine Punktzahl ich gebe. Da bin ich mal gespannt. Ja. Lass ihn dir erstmal noch schmecken. Dankeschön, Dankeschön. Also Sucuk auch, dann sollt ihr jetzt meinen, oh, das wertet das ein bisschen ab, weil er alles so hochwertig ist. Gut, ich kenne die Sucuk-Qualität nicht, aber man rechnet jetzt erstmal mit einer gewöhnlichen Sucuk. Aber das geht so geschmeidig in den Geschmack über, dass du es gar nicht merkst, das ist nicht diese penetrante Sucuk. Wie wenn du jetzt, sag ich mal, auf doof zu die Döner gehst und da holst du einen Bommeldöner und dann knallt dir die Sucuk weg. Überhaupt nicht. Also sehr dezent. Ganz andere Essig, als man ihn kennt. Da kommt wirklich dieses Asiatische jetzt auch rein. Sehr vielseitiger, heftiger Teller, sag ich euch, Leute. Papadam. Schmeckt ein bisschen wie diese auch Reiscracker. Das ist mal was anderes. Ganz klassisch, sage ich mal, ein frisch gebackenes Brot. Hätte ich noch bevorzugt, aber das ist auch special so. Ne? Also da kann ich jetzt nichts Negatives abgewinnen. Ich hätte einfach trotzdem ein Stück Brot, das hast du auch geil gefunden. Das ist ein Teller, ich könnte mich jetzt 10 Minuten weiter hinsetzen und euch 10 Minuten von dem Teller erzählen, was ich gerade erlebe. Ich muss irgendwo einen Weg finden, dass das Video nicht 20 Minuten geht. Was halt auch schön ist, ihr habt irgendwie zwei Welten, die aufeinandertreffen. Dieses Asiatische und aber auch dieses Orientalische. Und ihr unten halt mit diesem Reisessig und so. Ihr habt dieses Sucuk, die wiederum irgendwo doch diesen ganz leichten Fastfood-Charakter reingibt, aber wirklich nur dezent und edel. Der Trüffel. Papastam. Ich gehe mal einfach mal ein Experiment ein. Muss eigentlich, ne? Mal auf Papas Damm lege ich hier noch mal ein bisschen Fleisch und Gemüse. €69 ist natürlich happig, aber ich schwöre euch, würde ich zahlen. Wirklich einfach komplett special, wenn man mal was ganz anderes haben will. Man will satt werden. Du kannst auch in ein Sterne-Restaurant gehen und zahlst €120. Und wenn du Pech hast, wirst du nicht satt. Das hier, du hast halt einfach was komplett Hochwertiges und du weißt, was du hast. Du hast gute Ware, du hast wirklich Kalbfleisch, du siehst es. Jetzt haben wir ein Ei ran. Boah. Wie habt ihr das gemacht? Hast du da noch Sahne dazu gemacht? Du hast Sahne dazu gemacht, sei ganz ehrlich. Wirklich nicht? Würdest du auf deine Mutter schwören, dass du da keine Sahne reingemacht hast? Würdest du nicht, ne? Siehst du? Er würde nicht, guck, er würde nicht. Bisschen Süße drin, aber passt heftig.
Alter, mal ganz ehrlich, ich müsste mich jetzt entscheiden, was heftiger, also wenn ich jetzt rein Bewertung gehen würde, was heftiger ist. Aber der hier ist auch echt sehr krank, Mann. Musst du mal probieren, Ahmed, ehrlich. Schmeckt heftig, ne? Wie viel wird denn der Döner-Teller insgesamt im Menü kosten? 109, okay, krass, Leute. 109 Euro, ihr hättet hier nur ein Baklava noch zugekriegt, aber ich nasche im Moment gerade nicht. Ich übernehme das bitte. Ich habe mir jetzt noch einen Ayran bestellt. Also das muss ich noch kurz einmal wirklich sagen. Das ist der beste Ayran meines Lebens. Und Ahmed, du kannst es auch bestätigen, ne? Das ist Ayran, du nimmst deinen Vater. Es ist süßlich, aber es hat trotzdem die Salznote. Ja. Ich weiß nicht, wie die es machen. Das ist ganz krank mit dieser Sahnigkeit drin, wo ich ihn hops genommen habe. Heftig, Leute. Ich muss noch jetzt einmal in mich geben. Also da muss ich wirklich mich einmal abschotten von der Außenwelt und einmal über meiner Bewertung überlegen, was ich mit der Bewertung jetzt mache. Nochmal Papas Damm einmal kurz in den Mund nehmen. Also Hans Kebab verkauft ja auch bekanntlich den teuersten Döner Deutschlands mit dem Wagyu Beef. Ich finde, da verfehlt es den Döner-Touch. Hier haben wir wirklich Döner-Feeling bei. Und trotzdem so hochwertig, geile Fusionsküche. Also Lieben, die Bewertung für euch. Du hast es schön eben gesagt, man hat irgendwie diesen Sterne-Einfluss, aber trotzdem das Essen von der Straße. Diesen Döner-Teller, du hast die Döner-Vibes drin. Ich würde wirklich jetzt, Leute, noch mir 5 Minuten Zeit nehmen und noch mehr auf die Geschmäcker bei dem Essen eingehen, aber das wäre dann zu viel für dieses Video. Aber das hat mich überwältigt vom Geschmack. Wenn man einen Kritikpunkt äußern dürfte, wäre es, dass nicht diese 100% Döner-Teller-Vibes drin sind, wenn man jetzt nach einem Döner-Teller-Ranking geht, ne? Du würdest keine Kritik an den Ding finden, außer man sagt, ich bewerte jetzt einen Döner-Teller. Dann könnte man sagen, okay, der hat jetzt 30% Döner-Teller-Vibes, der Rest fehlt. Das ist doch der einzige Grund, warum ihr nur 9 von 10 Punkten von mir kriegt, was sehr heftig ist, Leute. 9 von 10 ist brutal heftig, hat es aber verdient. Jeder, der den isst, wird überwältigt hier rausgehen. Aber es fehlen halt noch diese zusätzlichen Döner-Vibes, um zu sagen, okay, der ist gerechtfertigt, der ist irgendwie Platz 1 im Döner-Ranking oder so, ne? Ich sag's euch, also das ist, mir fehlen die Worte, ich scheiß euch, ich mach das einfach. So, okay. Geil, danke dir auch, Mann. Ja, gerne. Danke dir auch. Ja, dir sag ich auch einfach mal Dankeschön. Ja, danke, Leute, auch fürs Zuschauen. Ne? Denkt dran, ich mach den übelsten Aufwand, um das hier rauszukriegen, das war ein Film. Sag ich wirklich, ich sitz da manchmal am PC stundenlang und mach irgendeine Scheiße. Ich will abends die Tage mit Spielen! Lass mir bitte den Daumen oben knallen, Mann, und lass einen Kommentar da und dann sag ich bis zum nächsten Mal.